Wer so viele National League Stationen hinter sich hat wie Noah Schneeberger, der hat schon öfters gegen einen Ex-Club gespielt. In Davos und Biel erlebte er aber seine besten Zeiten. Das ist für jeden Sportler oder für jeden, der das durchlebt, ist das sicher ein bisschen speziell, wenn man an einer verbundenen Stelle gegen das Team spielt. Aber das tut man während dem Spiel, tut man das ablegen. Schön trifft man sich wieder, aber wenn man auf dem Eis ist, probiert man das abzustellen und das klappt meistens endlich auch gut. Mit 35 Jahren gehört Schneeberger mittlerweile zu den älteren Semestern, kann und will aber den Jungen noch etwas vormachen. Der nötige Biss, wo mir in der heutigen Zeit manchmal schon fast ein bisschen fehlt. Mit euch sonst, die heutigen Jungen, kommen sehr, sehr selbstbewusst über, aber irgendwie ist es gleich, wenn sie dem auch ein bisschen beißen müssen, als der Ehre ein bisschen zurückziehen ist und einfach das, dass ich der Tier vorausgehen kann und ihnen. Und ich helfe enorm gerne. Da bin ich da sehr offen und sehr hilfreich. Und ja, mir ist vor allem wichtig, die Leidenschaft am Sport nach wie vor können, für mich, für die Fans, für einfach alles das können dürfen in die Mannschaft hineinbringen. Diese Leidenschaft spürt Noah Schneeberger auch im Herbst seiner Karriere. Ich bin wirklich so 1000% Sportler. Also ich mache jegliche Sportart sehr gerne machen und ich meine, solange ich wirklich gesund bin und eben das Feuer in mir brennt und natürlich das Niveau noch da ist und nicht den Jungen noch mal nachsäckle oder auch etwas, ja, einfach die Qualitäten nach wie vor kann ins Team hineinbringen, ist das sicher ein Ziel und so lange wie möglich das dürfen, die Leidenschaft dürfen nachgehen. Ich bin dort eigentlich wirklich einer, der zu 100% dort ist, wo er ist. Wenn du mit dem Club im Rennen bist, mit dir im Rennen, dass du genug früh zusammenhocken kannst und es kann weitergehen. Und das, ja, eben, ich habe in meiner Karriere einmal einen 3-Jahres-Vertrag geschrieben und das ist völlig in die Hose. Und darum muss ich sagen, es ist gut, wie es ist. Der Berner will in Prättigau einen goldenen Karrierenherbst genießen.